noch Zeit. Isaac. Isaac, Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest nachkommen. Gut, dass Sie es geschafft haben. Isaac, sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht... Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Was für ein Riesenarschloch, hä? Trinken Sie hin und wieder was, Serrano? Nein, Sir. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich herbestellt? Ich will nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie aussehen, wie Sie reden oder Ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich kann... Admiral Graves hat hier nichts mehr zu sagen. Nur noch ich. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu mir. Und nur zu mir. Natürlich. Ich dachte nur, es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Regeln. Warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Lager!
Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie! Gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Wir sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Clark. Thank you.
Ich hab ihn! Ja! Der Mars hat für euch alle einen Plan. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Aber damit das passiert, muss Isaac Clarke sterben. Die Zukunft eurer Religion, unserer Rasse, hängt davon ab. Haltet ihn um jeden Preis auf. Altman sei gepriesen. Thank you.
Was zum Teufel?